uns gerade eine kleine Fahrradtour. Ich hoffe, man kann es erkennen. Muss noch so einen Einkauf erledigen. Aber letztendlich habe ich mir gedacht, ich gehe noch ein bisschen Geocachen dabei und setze mich gleich noch schön am Kanal hin, um den Abend aus einer arbeitsreichen Woche schön ausklingen zu lassen. Ja, wenn euch das interessiert, bleibt dran. Irgendwo hier befindet sich der Geocache. Wo nur? Eventuell da? Ich glaube schon. Schauen wir uns mal genauer um. Hi Leute, ich mache gerade eine kleine Fahrradtour und wie gesagt Geocachen. Habe gerade meine ersten zwei Geocache schon direkt auf einen Schlag gefunden. Muss wie gesagt noch einkaufen und ja, ich nehme euch ein Stückchen mit so an diesem schönen kleinen Kanal, an dem ich gerade vorbei sause. Ich hoffe, man hört was. Ich rede mal ein bisschen lauter. Ja, letztendlich habe ich vor, mich gleich noch ein bisschen am Kanal zu setzen, einen Tee zu trinken, nachdem ich einkaufen war und dann noch eben halt eine arbeitsreiche Woche ausklingen zu lassen. Ja, schöne Ecke hier. Ein bisschen Industriebrache, aber gibt überall schöne Ecken, das sage ich immer wieder. Und Abenteuer auch. Und wenn man das alles so sucht, sprich, man ist immer offen für neue Abenteuer, dann kann man auch jeden Tag ein neues Abenteuer haben. Und das allein nur mit Muskelkraft direkt um die Ecke. Ja, viel Gelaber. Fahren wir mal eine Runde. Pause. Wie gesagt, ich will mir noch einen Tee kochen. Hab jetzt circa 12 Kilometer mit dem Rad zurückgelegt, war einkaufen. Mittlerweile ist die Sonne ein bisschen weiter runter. Ja, und hier habe ich ein schön ruhiges Plätzchen am Kanal. Ein bisschen Spundwandromantik genießen, wie man hier so sieht. Aber eigentlich ein ganz lauschiges Plätzchen. Die Wolken mal ein wunderschönes Bild. Ja, mein treuer Drahtesel. Und da habe ich alle Leckereien drin, die ich brauche. Nee, letztendlich lasse ich es mir jetzt gut gehen. Genieße ein bisschen die Stille. Endlich mit Deckel. Habe ich noch mal eben schnell gebastelt heute auf Arbeit. Ja. Übrigens schöne Grüße an Marcel.
letztendlich habe ich es doch beherzt, was du gesagt hast. Der Deckel an sich macht schon viel aus. Jetzt muss ich nur noch halb so lange auf meinen heißen Tee warten. Ja, und eigentlich ganz schön hier. Ich war vorhin einkaufen, habe mir ein bisschen Porridge geholt. Werde ich mir jetzt gleich auch noch eine Portion machen und dann werde ich hier den Abend genießen und einfach nur mal in die Wasserlandschaft gucken. Mit ein bisschen, wie gesagt, Spundwandromantik. Aber mir macht das nichts aus. Ich finde es trotzdem schön hier. Es ist erschreckend, wie hektisch der Alltag ist von manchen Leuten. Als ich vorhin einkaufen war, war echt so, dass ich mir gedacht habe, Leute, ihr habt doch Zeit. Warum seid ihr so gejagt? Und irgendwie hatten sie doch alle keine Zeit. War schon lustig. Naja. Das ist eben halt unsere Gesellschaft. Ja, die Hektik, die sich manch einer macht heutzutage. Alles dreht sich viel zu schnell und irgendwie, ich merke das auch auf Arbeit, da sind teilweise Leute dabei, die wollen alles sofort haben. Und irgendwie hat man viel zu wenig Zeit. Naja. Aber dennoch, dann sind das solche Momente, die noch wertvoller werden hier. Wo man dann ganz einfach ins Geschehen der Welt hineinblicken kann und dann sieht, wie schnell sich alles bewegt. Und das ist schon echt teilweise sehr komisch, wenn man sich so mal ein paar Minuten in Ruhe hinsetzt, tief Luft holt, wie schnell die ganzen Geschehnisse des Alltages passieren. Wie gesagt, ich war vorhin einkaufen und die Leute, die da quasi im Geschäft unterwegs waren, meine Güte, die waren alle gestresst. So richtig so schnell, 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 schnell. Und ja, warum und wofür? Im Endeffekt, damit sie schnell wieder aufs Sofa kommen, schnell nach Hause kommen, schnell zu ihren Lieben kommen, kann man auch irgendwie alles nachvollziehen, aber viel angenehmer wird das Leben dadurch nicht. Und das ist irgendwie merkwürdig, dass man sich das Leben selbst so zur Hölle macht. Statt einfach nur mal tief ein- und auszuatmen und sich zu denken, ob ich jetzt 5 Minuten früher oder später zu Hause bin, ist vollkommen egal, aber wie ich zu Hause ankomme, ob ich gestresst bin oder ob ich in Ruhe zu Hause ankomme, hat eine ganz andere Wirkung auf die Mitmenschen. Qualitativ viel hochwertiger, wenn man entspannt nach Hause kommt, als wie abgehetzt. Naja. Wie macht ihr das? Versucht ihr, euch Zeit zu nehmen oder habt ihr zu wenig Zeit? Würde mich mal interessieren. Könnt ihr ja mal unten in die Kommentare schreiben. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt auf meinen Tee und auf meinen Porridge.
Ja, die Sonne geht langsam unter und ich weiß nicht, erkennt man es? Schau mal. Schlecht erkennt man. Die Kamera hält sehr viel auf. Aber schon okay. Ja, man genießt eben halt noch den Abend. Und mein Porridge ist jetzt fertig. Und ja, das werde ich mir jetzt erstmal genehmigen. Richtig schön warm. Neben mir wird gerade geangelt. Ja, hier sitzen so zwei, drei Angler. Und die genießen ebenfalls den schönen Abend hier. Ist ein bisschen bewölkt, wird jetzt gerade richtig frisch. Aber kein Grund, um nicht rauszugehen. Guckt euch die schönen Wolken an. Ja, Wolken können schön sein. Ich bin wieder auf dem Rückweg und ich hoffe, man hört genug. Ich fahre gerade. Ja, es wird jetzt richtig knackig kalt und irgendwie ist hier keine Menschenseele. Echt wieder sehr komisch. Naja, Leute, auf jeden Fall hat es mir Spaß gemacht hier draußen. Ja, Geocachen, ein super geiles Hobby. Mein Rucksack bin ich wieder sehr zufrieden mit. Die quasi Variante, die ich jetzt habe, gefällt mir sehr gut. Und ja, danke fürs Zuschauen und nächster Abenteuer kommt bestimmt, ne? Schauen wir mal, wo mich meine Füße hintragen und oder mein Drahtesel mich hinträgt. Ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Abenteuer.